Die haben die deutschen Farben wunderbar vertreten und wir können alle stolz sein, dass wir sowohl im U21-Bereich als auch in der zweiten Reihe der A-Nationalmannschaft prima Talente haben. Und ich bin überzeugt, dass wir für die nächsten 5 bis 10 Jahre gut gerüstet sind. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr außergewöhnliche Spieler gefehlt, aber wahrscheinlich sind 90% der Nationen auf der Welt diese Mannschaft, die für Deutschland aufgelaufen ist. Die würde jede Nation nehmen als Einser-Nationalmannschaft. Also insofern ist es so eine große Überraschung dann für mich dann doch wieder nicht. Ne? Also egal mit welcher Mannschaft die Deutschen, egal welchen Bewerber antreten, dass sie gewinnen, das ist erfreulich. Für Fußball Deutschland ist natürlich schön, innerhalb einer Woche 2 Titel geholt zu haben, da kann man schon stolz sein. Und ich war auch sehr überrascht über wirklich die Art und Weise, wie beide Mannschaften aufgetreten sind, wie sie innerhalb kurzer Zeit so zueinander gefunden haben. Ich freue mich sehr drüber. Ich habe die Turniere auch sehr intensiv verfolgt, habe mich für unsere Spieler vor allem gefreut, aber eben für den DFB im Allgemeinen. Das ist eine super Sache und zeigt, dass wir alle gemeinsam auf einem richtig guten Weg sind hier in Deutschland. An die Spitze kommen ist 1 und an die Spitze bleiben ist 2. So, die Deutschen müssen einfach weitermachen und im Moment sind die Beispiel für viele Länder. Ich weiß es auch, die Holländer jetzt schauen auf Deutschland, aber ich erinnere mich auch noch, dass wir die Deutschen immer wieder in unsere Büros gesehen haben und uns gefragt haben, wie macht ihr das dann? Jetzt sind die Rollen mal umgekehrt.